Wissen Sie, was eine Erbquote ist und wozu man eine Erbquote überhaupt braucht? Und haben Sie schon mal davon gehört, dass es auch einen quotenlosen Erbschein geben kann? Also wenn das Thema Erbquote und wie wird das Erbe aufgeteilt für Sie von Bedeutung ist, dann haben Sie das richtige Video. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal nachlassbayern.de. Sie haben den Kanal für deutsches Erbrecht gewählt. Mein Name ist Hans-Joachim von Malsen. Ich bin Testamentsvollstrecker und Nachlasspfleger, bin auch Nachlassverwalter und Erbenmediator. Und auf diesem Kanal geht es immer rund um den Erbfall, Testamentsvollstreckung und Testamentserstellung und. Ja, ich freue mich auch, dass ich immer viel Zuspruch von YouTube-Zuschauern bekomme und da kommen dann immer gewissermaßen aus der Praxis für die Praxis Probleme auf, die ich besprechen kann und besprechen muss. Auch heute geht es um so einen Fall, der mir im Zuge meines YouTube-Kanals hier bekannt geworden ist. Ich muss dazu noch mal ein bisschen rekurrieren auf die Videos, wie erstelle ich ein Testament. Also wenn Sie jetzt neu sind auf dem Kanal und haben diese Videos noch nicht gesehen, das sind meine allerersten Videos, dann schauen Sie sich doch die hier noch an. Es geht vor allen Dingen um einen Fehler, der immer wieder gemacht wird, weil Menschen in Gegenständen denken. Die verfassen dann ein Testament so ungefähr nach der Art, mein Haus bekommt mein Sohn. Die Eigentumswohnung bekommt meine Tochter, meine Frau soll meinen Sportwagen bekommen und mein Tennisfreund Karl-Heinz, der bekommt meine Fotoausrüstung oder was auch immer. Also der große Fehler ist hierbei, es werden einzelne Gegenstände verteilt, aber es wird nicht zum Ausdruck gebracht, wer soll Erbe sein. Wenn Sie diesen Kanal schon länger schauen, dann wissen Sie, Erbe ist Gesamtrechtsnachfolge. Das heißt, ich muss im Testament festlegen, wer wird denn mein rechtlicher Nachfolger und zu welchem Anteil. Ich kann zum Beispiel sagen, mein Sohn soll mein Alleinerbe sein und meine Tochter bekommt ein Vermächtnis in Höhe von, was weiß ich, 100.000 Euro oder wie auch immer. Dann ist klar, dass der Sohn zu 100% in die rechtlichen Fußstapfen des Vaters tritt, aber die Tochter nur einen Geldanspruch auf 100.000 Euro Vermächtnis hat. Das ist der große Unterschied. Vermächtnis sind einzelne Gegenstände oder Geldbeträge oder Vermögenspositionen. Erbe ist Rechtsnachfolge. Und nun zu dem heutigen Fall. Da hat jemand ein Testament verfasst, vorbildlich übrigens, also rein handschriftlich. Und der letzte Wille ist auch klar formuliert. An erster Stelle steht erstmal ein Vermächtnis, da sollen mehrere hunderttausend Euro an eine gemeinnützige Organisation gehen. Das ist ja auch soweit in Ordnung. Ich habe in der Zwischenzeit ja auch mit dem Erben telefoniert und der sagt, naja, der Chef von dieser gemeinnützigen Organisation, der hat meinen Vater da sehr stark beeinflusst und deswegen steht auch an erster Stelle das Vermächtnis für diese Organisation. Okay. Problematisch wird es dann, also das nächste ist dann noch gut, dann heißt es, meine Ehefrau erhält 5 Anteile, meine Tochter erhält 4 Anteile, Enkelkind 2 Anteile, der Sohn 2 Anteile und. Dann ist also nur von Anteilen die Rede, was gut ist. Denn wie gesagt, Erbe ist Gesamtrechtsnachfolge und es werden hier wenigstens keine einzelnen Vermögensgegenstände verteilt. Also grundsätzlich ist es gut, in Anteilen zu denken. Problem in diesem Fall wiederum, die Anteile ergeben keine 100%. Das hat dann auch das Nachlassgericht festgestellt und hat dann ausgeführt, außerdem wird noch darauf hingewiesen, dass nur ein quotenloser Erbschein erteilt werden kann. Die im Testament erwähnten Anteile ergeben nicht 100%. Also, wenn man das jetzt zusammenzählt, dann hat der gute Erblasser insgesamt 17 Anteile verteilt. Naja, wenn die Ehefrau 5 Anteile erhalten soll, dann kann man damit schon rechnen. Also 5/17 gehören der Ehefrau.
Das ist allerdings weniger als der Pflichtteil der Ehefrau, ja. Also da geht es schon mal los. Oder es ist etwas mehr als der Pflichtteil, besser gesagt so. Insgesamt ist es einfach schlecht. Man sollte nicht in Anteilen denken, sondern in Bruchteilen. Und wenn ich halt jetzt 4 Personen bedenken will, dann kann ich sagen, okay, der eine kriegt ein Viertel, der nächste kriegt ein Viertel, der dritte und der vierte auch jeweils ein Viertel. Oder ich sage, die Hälfte soll an meine Frau gehen und die Kinder bekommen jeweils ein Viertel. Das wäre zum Beispiel die gesetzliche Erbfolge bei 2 Kindern. Also bitte lösen Sie sich davon, dass Sie einzelne Gegenstände verteilen und überprüfen Sie, wenn Sie die Erbfolge festlegen, ergeben die Verteilungen, die ich jetzt hier in meinem Testament vorgenommen habe, auch wirklich 100%, sodass es leicht nachvollziehbar ist. Denn wie man an dem Schreiben des Amtsgerichts sieht, kann das Nachlassgericht bei 17 Anteilen nicht auf die 100% rechnen. Also da sagen die dann schon, können wir nur einen quotenlosen Erbschein machen. Was ist ein quotenloser Erbschein? Ehrlich gesagt, bin ich erst durch diesen Fall darauf aufmerksam geworden, dass es den seit kurzem gibt. Da ist also tatsächlich 2015 das FAMFG, das ist das Gesetz über Familien- und freiwillige Gerichtsbarkeit, in dem auch diese Dinge geregelt sind. Da ist der 352a, Paragraph 352a eingefügt worden und der sieht tatsächlich vor, wenn keiner der Miterben etwas dagegen hat, kann man auch einen quotenlosen Erbschein erstellen. Normalerweise steht im Erbschein immer drin, Herr oder Frau sowieso wurde beerbt von, dann kommt der Name des ersten Erben zu 1/2, von dem zu 1/4, von dem zu 1/4 oder von dem zu einem, was weiß ich, 63. und so weiter. Man kann das ja, wenn viele Erben da sind, werden die Nenner in den Brüchen immer größer. Ja? Also ich habe schon Erbteile mit einem 63. gesehen in einem Erbschein mit insgesamt 27 Beteiligten. Wenn man das also nicht macht, dann kann das Nachlassgericht auf Antrag, wenn keiner der Erben was dagegen hat, einen quotenlosen Erbschein erstellen, wo dann drin steht, Herr oder Frau sowieso wurde beerbt von erstens, zweitens, drittens. Gedacht hat der Gesetzgeber da aber eine ganz andere Situation. Der Gesetzgeber hat festgestellt, dass es immer wieder Laientestamente gibt, die eben einzelne Vermögensgegenstände verteilen, wie ich eingangs schon gesagt habe. Der sagt dann, mein Haus bekommt der, meine Wohnung bekommt der, Wohnung 3 bekommt der und mein Auto bekommt jener. Und dann ist es natürlich extrem schwierig festzustellen, ja, wie ist denn jetzt die Quotierung? Das kann man dann, man kann sich dann behelfen, und so hat es die Rechtsprechung auch bisher gemacht, dass man die Werte ermittelt hat und hat gesagt, na gut, das eine Haus ist 500.000 Euro wert, die Wohnung ist 200.000 Euro wert. Die anderen Vermögensgegenstände, die er da verteilt hat, sein Aktiendepot meinetwegen 300.000. Und dann kann man schon sagen, na gut, das gesamte Erbe ist 1 Million. Wenn das Haus 500.000 Euro ist und der Betreffende soll dieses Haus bekommen, dann wird er wohl vermutlich zu 1/2 Erbe sein. Denn er bekommt wertmäßig praktisch die Hälfte des gesamten Nachlasses. Und so kann man das dann aufdröseln und dann kommt man irgendwie zu einer Quote. Das ist aber immer kompliziert, weil solange Häuser und Wohnungen nicht verkauft werden, ist man sich nie sicher, was ist denn eigentlich der Wert? Und dann braucht man einen Gutachter und dann sagt der Erbe möglicherweise, nee, das ist viel zu hoch bewertet, dann mache ich einen Gegengutachter und dann dauert das auch ewig lange und so weiter. Und dann hat man gesagt, na, wenn dann die Erben untereinander einig sind, also wenn keiner was dagegen hat, dann können wir einen quotenlosen Erbschein erstellen. Und mit dem Testament kann dann Erbe A auch sagen, naja, ich soll dieses Haus bekommen, steht ja hier im Testament. Also Grundbuchamt, bitte mich jetzt eintragen als neuen Eigentümer im Wege der Nachfolge, Erbnachfolge. Und der Erbe B kann sagen, ich kriege diese Wohnung, steht hier im Testament, ich bin auch Erbe, da ist der Erbschein. Bitte mich da eintragen. Also da funktioniert es. In meinem Fall ist es so, dass zwar auch Immobilien vererbt wurden, aber auch noch viele andere Dinge und dass es halt sehr, sehr kompliziert ist, ohne
die Erbquoten. Und dass da auch der quotenlose Erbschein wahrscheinlich nicht sehr viel bringen wird. Also wie der Fall ausgeht, weiß ich noch nicht. Der ist noch im Moment, das Verfahren ist noch nicht beendet. Ich wollte nur diesen Fall zum Anlass nehmen, Ihnen nochmal vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, wenn man ein Testament verfasst. Das kann man ja ohne Anwalt machen und ohne Notar. Das ist wirksam. Handschriftlich muss es halt sein. Das ist alles okay. Aber bitte geben Sie sich ein bisschen Mühe, was die Erbfolge angeht. Und überlegen Sie sich, wer soll mein Erbe sein? Wollen Sie einen Alleinerben einsetzen, was empfehlenswert ist? Oder wollen Sie eine Erbengemeinschaft einsetzen, wo Sie sagen, der soll Erbe sein, der soll Erbe sein, der soll Erbe sein? Und wenn Sie eine Erbengemeinschaft, Erbengemeinschaften sind immer streitanfällig, also empfehlenswert ist das nicht, aber wenn Sie es machen, dann machen Sie es in Gottes Namen mit Bruchteilen, die unterm Strich dann auch oder insgesamt dann auch eins ergeben. Ja? Also dass Sie sagen, ein Viertel der und eineinhalb der und ein Viertel jener, sodass man es zusammenzählen kann und dann auch tatsächlich auf 1,0 kommt. Besser ist es, Sie setzen einen Alleinerben ein und wenn Sie jetzt sagen, ja, ist aber doch ungerecht, ich habe ja zwei Kinder, dann können Sie ja ein Vermächtnis zugunsten des zweiten Kindes machen. Sie können zum Beispiel formulieren, Kind 1 wird mein Alleinerbe, Kind 2 erhält er als Vermächtnis, dann können Sie sagen, eine Wohnung, ein Haus, was auch immer. Oder Sie können auch formulieren, Kind 2 erhält als Vermächtnis eine Auszahlung in Form von Bargeld in Höhe der Hälfte des Nachlasses. Dann ist Kind 2 nicht benachteiligt wirtschaftlich. Es hat aber den großen Vorteil, dass es keine Erbengemeinschaft ist, sondern Kind 1 ist der Alleinerbe und sagt, okay, ich bestimme jetzt und wie ich diese Verpflichtung, die Hälfte auszuzahlen, erfülle, ist meine Entscheidung. Insbesondere bei Immobilien tritt ja dieses Problem immer wieder auf, dass Immobilien im Streit stehen. Das eine Kind sagt, ah, da will ich einziehen, das ist ja unser Elternhaus. Das andere Kind sagt, nein, ich brauche Geld, das müssen wir verkaufen. Den Kaufpreis teilen wir untereinander auf. Und das dritte Kind sagt, wieso, ist doch eine gute Geldanlage. Lass uns das Haus vermieten und wir teilen die Miete. Das sind so die klassischen Positionen bei Erbenmediationen. Einer will selber nutzen, einer will verkaufen, der dritte will vermieten. Und wenn Sie halt nur einen Erben haben, dann bestimmt der, was damit passiert. Und wenn er dann an seine Geschwister was auszahlen muss, dann kann er sagen, okay, ich verkaufe die Hütte und wir teilen den Erlös. Er kann aber auch sagen, nö, ich gehe zur Bank und nehme ein Darlehen auf diese Immobilie auf, die ist ja schuldenfrei vererbt. Und dann bezahle ich meine Geschwister oder mein Bruder, meine Schwester mittels dieses Darlehens aus und tilge halt dann dieses Darlehen im Laufe der nächsten 20 Jahre ganz normal. Aber das Haus will ich nicht verkaufen. Ist dann aber alles die Entscheidung dieses Alleinerben. Und trotzdem ist derjenige Erbe, der einen Anspruch in Höhe der Hälfte hat, wirtschaftlich nicht benachteiligt. Denn er steht sich damit nicht schlechter, aber man vermeidet den Streit. Vielleicht denken Sie dann mal drüber nach. Für mich soll es das heute gewesen sein. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, dass Sie bis hierher dran geblieben sind. Wir sehen uns wieder, hoffentlich in alter Frische, in 14 Tagen, Freitagnachmittag wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.